Willkommen am nächsten Stand. Wir sind bei Tout Terrain und haben den Dirk hier. Dirk, was habt ihr mit dabei auf den Craftbike Days? Ja, wir haben das Scrambler Explored GT2 dabei. Das ist die Brücke zwischen einem Gravelbike und einem Expeditionsrad. Hier mit Piniongetriebe und wir haben ja die Besonderheit, dass wir das Piniongetriebe um diesen Punkt hin drehen, sodass wir also immer über diesen Punkt die Riemenspannung auf das Getriebe geben und somit die richtige Riemenspannung haben. Wir haben keine Slider im Hinterbau, wir haben keine zusätzliche Spannrolle, die den Riemen stresst. Und der Vorteil ist einfach, dass man, selbst wenn man das Hinterrad ausbaut, immer die gleiche Riemenspannung hat. Das heißt, ich öffne das hier und drehe es halt, bis die Spannung passt? Genau, man öffnet hier die Schrauben, man dreht über diesen Punkt und gibt über diese Stellschraube hier die Vorspannung aufs Getriebe. Und damit kippt man das Getriebe. Okay, was ist ein Expeditionsrad? Also Gravelbike kennen wir alle, aber was ist ein Expeditionsrad? Ja, wir kommen ja ursprünglich aus dem Expeditionsbereich, haben da sehr viel Erfahrung und schlagen also mit den Erfahrungen, die wir haben, auf mehrtägigen Reisen, auf Reisen über Monate, gegebenenfalls über Jahre. Diese Erfahrung, die lassen wir hier einfließen. Das heißt also, wir haben völlige Wartungsfreiheit, wir haben Problemlosigkeit aller Anbauteile und die Besonderheit hinzu ist hier die Stromversorgung, die wir hier haben, hier mit dem Plug 5 Pure. Das bedeutet, wir bekommen den Strom hier aus dem Nabendynamo. Und hier oben haben wir einen USB-C-Anschluss aus Edelstahl, der verborgen werden kann hinter einer Rotary Door und können somit also praktisch während der Fahrt Navigation, Handy, was auch immer aufladen. Und das Ding hat noch eine Besonderheit, das heißt, es ist nicht nur am Nabendynamo angeschlossen, sondern das hat dann auch einen Akku eingebaut? Ja, es wird jetzt kommen, die neue Generation Plug 6 Plus hat dann zusätzlich nochmal einen integrierten Pufferakku, der also praktisch dann, wenn man zu langsam fährt und zu wenig Strom oben ankommen würde, zusätzlich den Strom, der gepufferte Strom, ins Endgerät reingibt, ohne dass das Endgerät immer wieder lädt, nicht lädt und gegebenenfalls irgendwann einfriert. Ich sehe etliche Montagemöglichkeiten. Wie viel Ösen sind an dem Rad dran? Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht, aber es sind wirklich genügend. Also es ist sogar so weit, dass man also alle möglichen, unmöglichen Taschen montieren kann, Flaschenhalter montieren kann und auch die Besonderheit, auch einen Rahmenschloss montieren kann. Also es bleibt wirklich kein Wunsch offen. Okay, vielen Dank und viel Erfolg mit dem Rad. Danke gleichfalls.